Moin, liebe Freunde von Tamriel, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Wir fahren fort. Und zwar werden wir uns erstmal diesem angeschlagenen Riesen stellen, der uns wahrscheinlich trotzdem locker killen wird. Heilung, 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 Heilung. Und die ganze Erde bebt. Aber freut mich, dass er so dämlich ist und dann komplett außen rumrennt. Okay, wir werden wirklich stärker. Oh, er fällt vor uns auf die Knie. Aber das Mammut lässt uns in Ruhe. Interessant. Stahlschild, 265 Gold, ein Horkerzahn, Riesenzeh, Wolfspelz, 10 Eisenpfeile und eine Eisenstreitaxt, die ich nicht mitnehmen werde. Wir werden wirklich stärker, Freunde der Sonne. Eisendolch, 2 Dietriche, 50 Gold und Pferdefell, das wir zu Leder verarbeiten können. Auch wenn es blöd klingt, aber es ist so. Das Mammut sollten wir besser meiden, sonst greift uns das am Ende auch noch an. Ich wollte den Eistroll haben. Hier ist irgendwo ein Eistroll umgehauen worden. Da. Großes Geweihhirschfell. Nehmen wir mit. Hier ist der Eistroll. Eistrolle. Genau dasselbe Konzept wie bei den anderen Tieren auch. Gefährlicher als der normale Troll. Aber beide haben eine Schwachstelle. Feuermagie. Mögen sie nicht. Oh. Frostbiss. Spinn. Ui. Ui, 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 ui. Ja, das glaube ich, dass die Spinne da drauf geht. Ja, gegen einen Mammut ist eben nicht zu scherzen, nicht? Das wussten auch schon unsere Vorfahren vor langer Zeit. Mit einem Mammut ist nicht zu spaßen. Weiß man ja auch aus Alarmstufe Rot unter anderem. Und aus anderen Command & Conquer Spielen, wo der Panzer auftaucht, der gleichnamige. Aber das hat nichts mit dem Tier zu tun. Außer, dass es deren Namen trägt. So, wir haben hier eine Lichtung. Oh. Ein Eistroll gegen einen Zweigling und einen vom Zweigling beeinflussten Bären. Interessant. Ist aber ein Höhlenbär. Danke, dass du den Zweigling gekillt hast. Das noch fiesere übrigens an den Trollen ist, sie heilen sich mit der Zeit. Hm, das ist besonders fies. Die heilen sich. Und zwar, während sie mit dir kämpfen, die haben so eine gute Heilungsrate, dass sie sich währenddessen heilen können, ohne Probleme. Also wenn man zu lange braucht, sind sie wieder topfit, während du fast tot bist. Und wir haben eine weitere Gruft entdeckt, die glaube ich sogar für den Bürgerkrieg wichtig ist, ne? Ja, ja, die sieht wichtig aus. Ja, ja. Aber ich statte mal den Bogen aus. Wo haben wir den denn? Da. Haha! Das war ein guter Schuss, meine Damen und Herren. Ein sehr guter Schuss. Ja, wo wollen wir denn hin? Der rennt genau in unsere Richtung. Ist das so? Oh. Der Typ sieht gefährlich aus. Das war knapp. Genau, mach dich bereit zu sterben. Und tschüss. Stahl 2 Hände des Entziehens. Behänderter Eisenhänder. 256 Gold. Oh, wir haben gleich keinen Platz mehr. Stahlplatten, Stahlplatten, Stahlplatten. Nehmen wir alles mit. Und behalten kann den Pelzschild, den Pelzhelm. Und es ist trotzdem zu viel.
Verfluchte Axt. Tja, ich werde ihm die Rüstung wohl zurückgeben müssen, weil wir sind zu voll. Blöd. Die Rüstung werde ich ihm zurückgeben müssen, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, aber ich habe nicht den Platz dafür. Ärgerlich. Legen wir die Rüstung ab. Den Schild. Der bleibt schön bei mir. Das behalten wir sowieso, ganz klar. Na gut, dann legen wir halt noch die Stiefel ab. Was ist das denn? Aus nächster Nähe? Ja. Nur nicht den Kopf verlieren, mein Freund. Das ist ja jetzt doof. Das heißt, wir müssen sowieso gleich zurückkehren. Dann hauen wir uns eben noch den Riesenzeh rein. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Genauso auch die Eiszähne, aber die brauche ich ja für die Quest. Nur der Riesenzeh. Ihr habt es gerade gesehen, wiegt ein Pfund. Alleine. Wohlgemerkt. Ne? Also ihr merkt schon, was das... Also der Riese... Wenn alleine schon der dicke Zeh schon so viel wiegt, dann wisst ihr schon Bescheid. Meister, ja. Das habe ich mir gedacht. Also eigentlich etwas, was wir eher nicht öffnen sollten. Und ich werde da auch nicht rangehen. Weil Meister... Wahrscheinlichkeit, dass Dietriche zu Bruch gehen und viele davon, ist leider sehr hoch. Hier ist ein normaler Bandit. Wir nehmen nur das Gold. Aber da kommen wir rein, siehst du? Ja, nee, wollen wir nicht. Aber ich werde das jetzt mal als Anlaufspunkt nehmen. Wir kehren mal zurück. Ich überlege jetzt gerade nach Flusswald oder nach Rifton. Winterfeste. Nee, wir kehren erstmal nach Flusswald zurück. Alter Schwede. Aber wir haben endlich eine Ebenerzklinge. Sehr gut. Wurde auch Zeit. Nehmt euch was keine Baren, ne? Nee, keine Baren. Die besten Waffen und Rüstungen. Ja, er hat nicht sehr viel Geld zur Verfügung, ich weiß. Die Waffe kannst du auch haben, die brauchen wir nicht mehr. Redekunst ist auf 35 mittlerweile, das ist nicht schlecht. Nein, das kriegst du nicht, das kriegst du. Das kriegst du, das habe ich mir gedacht. Nein, ich habe ihn nicht zu verschenken. Nehmen wir uns die Barren, das Erz, das Erz. Ja, komm. Bringt uns nicht um. Wenn er ein bisschen was behält, dann ist es eben so. Aber so viel ist es dann doch nicht, was er behält. Ist also okay, unterm Strich. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspielen. Ja, ja, schon klar. Schon klar, ja, ja. Natürlich. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Ach. Vielen Dank, Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Sag bloß. Ne, Tränke werde ich nicht verkaufen. Aber Bücher hatte ich noch was ich verkaufen kann. Nämlich das hier. Und das Buch lesen wir uns gleich mal durch. Ich glaube nämlich, dass es ein Skillbuch ist, das wir noch nicht gelesen haben. Bislang. Hast du zufälligerweise Baumaterial da? Ich glaube nämlich nicht. Hast du auch nicht. Gut. Also gut. Ja, sag ich mir auch. Also gut. Skillbuch? Skillbuch. Kennen wir noch nicht. Also, liebe Freunde, ihr kennt das Prozedere. Einmal die Pausentaste drücken, wenn ihr es euch durchlesen wollt. Ich blätter einmal für euch durch. Dann könnt ihr euch das durchlesen. Oder eben halt auch nicht. Das ist euch überlassen. Aber ihr habt halt die Möglichkeit dazu, es euch durchzulesen. Aber ich sehe schon, das ist ein ziemlich langes Buch. Ein sehr langes Buch. Ein wirklich sehr langes Buch, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich
muss die Tür zweimal öffnen, damit ich rauskomme. Einmal in den schlafenden Riesen kommen, um mich spielen zu hören. Nee, danke. Möchte ich nicht. Dankeschön. Brauchen wir nicht. Deine Hände wegsteckst, ja. Nicht, ist klar. Ich steck meine Hände weg. Mhm, natürlich. Aber wir haben zum ersten Mal einen Riesen heute erledigt. Also, wir merken, wir werden wirklich stärker langsam. Sehr schön. Nochmal ein paar Barren hier anfertigen. Sehr, sehr gut. So, die Truhe. Ja, das kommt manchmal leider ein bisschen durcheinander. Das habe ich ja schon erwähnt. So, der Stab des Seelenfangs. Stahlstreitaxt der Seelen. Stahl zwei Hände des Entziehens. Adeptenrobe von... des Adepten. Amulett von Arkai. Blaue Magierrobe. Diadem der geringen Zerstörung. Ring der geringen Zerstörung. Hätte ich eigentlich bei mir behalten können, aber ist egal. Geringe Wiederherstellung. Dann die ganzen Tränke natürlich. Alchemiezutaten werde ich nicht alles ablegen. Zum Beispiel die Eisgeist-Szene, die werde ich bei mir behalten. Muss man halt aufpassen, dass er die nicht aus Versehen anwählt. So. Jetzt habe ich den Brief nicht gelesen. Brief an Bremjar. Den wollen wir uns nämlich auch nochmal angucken. Bemjar, wenn ihr meine Tochter beschützt, gewähre ich euch sowohl eure Freiheit als auch das verdammte Buch, das ihr so sehr haben wollt. Aber bei den Göttern, wenn ihr etwas geschieht, werde ich dafür sorgen, dass alle, mit denen ich Geschäfte mache, erfahren werden, was ihr in der Schwarzmarsch getan habt. Das wird jetzt keiner mehr erfahren, denn er ist tot. Gerichtet von mir. Von uns, um genauer zu sein. Das legen wir alles ab. Auch den Schädel des alten Reisenden. Ach, das hätten wir noch verkaufen können hier. Die Todeshund-Halsbänder. Machen wir gleich. Das sind nämlich nochmal 6 Pfund. Dann haben wir nämlich wieder Platz. Falls er jetzt nicht... Der macht gleich Feierabend, glaube ich. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Oh, ein Ebenerzbogen. Doch, jetzt macht er Feierabend. War klar. Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Schon klar. Ja, nee, dann machen wir erstmal so weiter. Wenn die jetzt schon weggehen, dann bleiben wir da. Ein Helm der Klingen. Mhm. Kennen wir auch schon aus Oblivion, die Klingen. Da haben wir sie kennengelernt. So, es gibt hier ein Monument und ein Stützpunkt der Riesen. Oder des eines Riesen. Wie man es auch immer benennen möchte. Mensch, ich habe Ebenerzhandschuhe und ich habe eine Ebenerzklinge. Geil, das kann doch nicht besser laufen. Ist das Monument nicht sogar von Eisgeistern bewacht, überlege ich gerade? Ich glaube nämlich ja. Ein Schrein von Talos. Ich wusste es. Aber einer von denen scheint mehr Schaden zu machen als der andere. Auch interessant, dass ein Eisgeist anscheinend mehr Schaden macht als der andere und ich bin tot. Toll. Oh. Ich lasse mich von ein paar Eisgeistern töten. Ist das euer Scheiß ernst? Ich warte mal kurz bis... Deswegen bin ich auch wahrscheinlich gestorben, weil die Magie nicht, weil die Ausdauer nicht voll war. Ja, das kommt dabei raus, wenn man zu hektisch ist. Und die Viecher sind scheiße schnell.
So, sag ich doch. Der Kampf verlief doch schon anders. Jetzt brauchen wir nur noch einen Satz Eisgeist-Szene und wir haben das, um die Quest zu erfüllen. Das ist doch gut. Oh, noch eine zerbrochene Waffe. Die können wir aber nicht auswählen. Stahlbarren nehmen wir gerne mit. Danke. Ein Schrein von Talos. Ja, den könnt ihr gerne behalten. Danke. Siehst du, das lief doch jetzt relativ gut. Aber es ist schon wieder so ein Tod, der einfach nur unnötig war. Oh. Eine dicke Spinne. Ach, wisst ihr was? Macht Blitze! Hallo? Kann die Leiche nicht auswählen. Jetzt. Danke. Also ich kenne keine Spinne, die kein Gift dabei hat. Also eigentlich haben die immer Gifte dabei. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sie kein Gift dabei haben, ist wirklich null. Die haben wirklich immer was dabei. Manchmal haben die auch, glaube ich, noch irgendwelche Schmuckstücke oder Gold dabei. Aber das ist, glaube ich, wirklich sehr selten bei den Spinnen. Gehe ich jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung? Ja, ein bisschen. Das ist aber nicht schlimm. Das ist okay. Weil hier ist noch ein Ort, den wir noch nicht entdeckt haben. Skandalös. Warum ich den noch nicht aufgedeckt habe. Vielleicht begegnen wir ja noch einen Eisgeist. Wäre gut. Und dann hätten wir nämlich alle Zähne zusammen. Das wäre klasse. Dann könnten wir die Quest abgeben. Na, da hinten. Silberstromhöhle. Und sie ist gesichert von Banditen. Natürlich. Ja, dann warne mich, Mann. So. Ach nein? Nur nicht den Kopf verlieren. Silberstromhöhle, die werde ich noch nicht betreten. Vor allen Dingen Höhle, aber ist eine Gruft. Hm, ist genau umgekehrt. Normalerweise sind es immer Höhlen, stellt sich dann als Gruft heraus. Nein, dieses Mal ist es tatsächlich umgekehrt. Was kommt da auf mich zu? Ein Nord! Werde ich das? Ich glaube ja nicht. Nein, du hast mich angegriffen. Keine Gnade. Goldbarren, danke. So. Selbst schuld. Was greifst du mich auch an? Hättest mich auch in Ruhe lassen können. Aber nein, du wolltest unbedingt kämpfen. Bitte, dann musst du auch damit leben. Leben vor allen Dingen. Im Tod. Nee, ist klar. Gut. Dann holen wir uns jetzt das Lager vom Mammut, beziehungsweise vom Riesen. Ich dachte gerade, das Spiel stürzt ab. Das wäre es gewesen. Echt, das wäre mein erster Absturz insgesamt gewesen. Aber Gott sei Dank ist mir das bisher erspart geblieben. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, da habe ich aber das Original gespielt. Da ist mir das Spiel einige Male abgekackt. Vor allem, wenn ich längere Zeit nicht gespeichert habe. Deswegen speichere ich nämlich auch so gerne. Weil wenn das Spiel, wenn du mal längere Zeit nicht speicherst und dann stürzt dir das Spiel ab, dann ärgert man sich im Wolf. Frage ist jetzt, greife ich den Riesen jetzt direkt an? Jo. Ui. Okay, ich lasse es. Ist ein bisschen stärker als ich. Unglaublich aber wahr, der Riese ist stärker als ich. Aber vielleicht, der hat doch sicher eine Truhe. Ich wollte gerade sagen, irgendwas sieht mich. Wenn wir uns reinschleichen vielleicht. Da ist die Truhe. Da ist die Truhe.
Irgendwas sieht mich. Irgendwas sieht mich nicht mehr. Ich will nur das Loot haben. Scheiße. Danach bin ich sofort weg. Schloss knacken. Stahlstreitkolben der Verminderung. Vulkanglasrüstung, die besser ist als die Elfenrüstung. Und 281 Gold. 34. Was hat die Vulkan? Oh ja. Oh ja, das ist Elfrüstung mehr. Auf jeden Fall. Statten wir aus. Danke. Und jetzt sehen wir ganz schnell zu, dass wir hier wegkommen. Bevor wir nämlich angegriffen werden. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ich bin schon frech, ne? Einfach reingeschlichen, Truhe geplündert und wie abgehauen. Und die Eisenerzader nehme ich auch mit. Danke. Mensch, geil, wir haben die beste leichte Rüstung. Ja, Vulkanglas ist tatsächlich das Beste, was die leichte Rüstung zu bieten hat. Abgesehen von Fraktionsrüstungen, die, glaube ich, einen Ticken besser sind. Davon ab, dass sie magisch sind. Mensch, geil, das haben wir. Und ich habe auch schon einen Hof gesehen. Also wir sind gar nicht mal mehr so weit entfernt von Weißlauf, so wie es aussieht. Sind wir auch nicht. Also Weißlauf ist ganz in der Nähe. Was? Schon wieder Spinnen. Oh, ist das fies. Okay, ihr Gift entzieht Ausdauer. Verstehe. Klar, sind ja auch Frostbissspinnen, nicht wahr? So. So viel dazu. Und tschüss. Heilung. Lalalala. Heilung. So. Ich freue mich schon drauf, wenn die Phase kommt, an der wir die Wiederherstellung so verbessern können, dass wir die Ausdauer heilen können. Das wird cool. Ich glaube, jetzt nähern wir uns schon dem Fürstentum Pale. Nicht wahr? Ja. Wir nähern uns dem Fürstentum Pale. Dämmerlichtspalte. Ja, ja, ich weiß schon, was hier ansässig ist. Danke dafür. Sieht man nämlich schon anhand der Markierung, sag ich mal, die sich da befindet. Hier sind viele Festungen in der Umgebung. Oh, Erz, 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 komm zu Papa. Korundum-Erz. Schönes Ding. Schönes Ding. Klar ist die Festung bewacht. Aber ich will ja nur den Kartenmarker. Danach haue ich gleich wieder ab. Ich glaube, das ist sogar eine ziemlich wichtige Festung. Düsterhammer, ja, danke und tschüss. Ich bin weg. Tschüssikowski. Aua. Hat mich sogar erwischt. Nicht schlecht. Na, wahrscheinlich laufen die mir so weit nach, dass ich tatsächlich am Ende doch noch gegen die kämpfen muss. Das kann nämlich auch passieren. Ne, wir haben aufgegeben. Okay. Ein Hase. Hauptsache, mir kommen keine Magier entgegen und dann gleich auf der Meisterstufe. Das hatten wir ja auch schon. Das ist jetzt die Seite hier, ne? Ja. Ich glaube, das ist nämlich die Grenze zwischen Pale und Weißlauf. Festung Dunstadt.
Klingt sehr zwergisch, wenn ich ehrlich bin. Ah, unser Schleichen verbessert sich. Das ist gut. Das Gebiet meiden wir nämlich jetzt mal gekonnt. Ihr seht mich nicht. Lalala, ihr seht mich nicht. Da, 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 da. Ihr seht mich nicht. Mensch, eine Rüstung, die 11 Punkte mehr hat. Geil. Ah, ja. Das dürfte die Halle der Wachsamkeit sein. Ja. Beziehungsweise das, was von ihr übrig ist. Liegt aber an dem DLC, Dawnguard. Normalerweise wäre sie nämlich... Also, wenn man Dawnguard nicht hat, ist die Halle intakt. Dann kann man sogar mit den Leuten, die da drin sind, sprechen. Aber da wir halt das DLC haben, sind sie tot. Tja, deren Pech. Vampirmeister. Vampirstaub. Vampirrüstung der geringen Zerstörung. Auch nett. Nehmen wir mit. Und ich sehe einen weiteren Findling. Oh, das ist eine hübsche Vampirin. Eine junge auch noch. Na sowas. Wächter von Stender. Unsterbliches Blut. Krankheitsheilung. Was haben wir hier? Die Truhe steht übrigens falsch rum. Hier liegt Wächter von Stender schon auf dem Tisch. Okay. Kann man auch mal machen. Muss ja ein harter Kampf gewesen sein, wa? Und ich bin fast voll schon wieder. Egal. Hier liegt auch Ethereum-Kriege rum. Also Ethereum-Kriege kriegst du wirklich nachgeschmissen, das Buch. Ja, das war die Halle der Wachsamkeit. Leicht zerstört, aber nur ganz leicht. Minimal quasi, wenn man so will. Okay, mehr gibt es hier nicht zu erkunden. Ja, das geht schon Richtung Pale, das habe ich mir gedacht. Da wollen wir aber noch nicht hin. Wir gehen erstmal Richtung Weißlauf. Ob wir die Stadt heute schon betreten, weiß ich noch nicht. Könnte aber sein, dass wir sie betreten. Weil wir gehen nämlich gleich schon in den letzten Part dieser Aufnahmesession. Dieser recht kurzen Aufnahmesession, ja. Wie gesagt, ich erwarte noch eine Nachricht. Deswegen muss ich die Aufnahme erstmal ziemlich kurz machen. Es kann ja sein, dass ich sonst später nochmal ein bisschen aufnehmen kann. Gegebenenfalls. Aber jetzt erstmal halt drei Parts. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Beziehungsweise, was heißt schlimm? Wenn ihr das hier seht, ist es sowieso längst über die Bühne gegangen. Von daher kann es euch egal sein irgendwo. Die Hauptsache ist, ihr seid versorgt. Das ist mir wichtig, dass ihr versorgt seid. Mit Parts. Und ich hab Spaß. Und ihr hoffentlich auch. Jetzt gehe ich schon wieder Richtung Pale. Da will ich doch gar nicht hin. Nee, 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 Lars. Kannst du nicht dauernd Richtung Pale rennen? Ich wollte kurz mal gucken, Wiederherstellung. Können wir denn jetzt... Ups, das war Schleichen, das wollte ich nicht. Ich wollte Wiederherstellung kurz mal gucken. Ah, ich glaube, 2 Punkte brauchen wir noch, ne? Ja, 2 Punkte noch. Dann können wir tatsächlich durch die Magie unsere Ausdauer wiederherstellen. Sehr gute Eigenschaft der Wiederherstellungsschule. Wirklich sehr gut. Sehr hilfreich. Gerade im Kampf gegen Eiskreaturen oder Eismagie. Sehr hilfreich. Ja, lass die Banditen Banditen sein. Ich habe mit denen erstmal nichts am Hut. Vielleicht kümmern wir uns später um die. Aber nicht jetzt. Keine Kampfmusik, das heißt, sie haben uns nicht bemerkt. Das ist gut. Wir waren zu schnell für die. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich gucken, wie unser Loot aussieht. Okay, ein bisschen Platz haben wir noch. Aber nicht mehr sehr viel. Das heißt, wir müssen aufpassen. Hm.
Sehe hier noch ein Mammutlager. Da können wir ja nochmal hinlatschen. Und ich sehe hier eine Dwemer-Ruine, der Ausgang. Oder ist das ein Eingang? Sieht irgendwie nach beides aus. Ne, ist ein Eingang. Ein Ausgang. Dwemer-Platte kann man anschmelzen, deswegen nehme ich es nämlich mit. Nicht, dass ihr euch wundert. Der Tornister hier ist interessant. Geh mal weg, Schaufel. Danke. Kleine Heilung. Silberdiadem mit Mondstein. Dankeschön. Aber ansonsten nichts Interessantes. Und das Mammutlager kommen wir noch nicht ran. Oder das Riesenlager. Riesenlager ist besser. Das sind Banditen, die da rumlaufen, oder? Hoffentlich haben sie nicht zu gutes Loot dabei. Ja, was? Okay, der andere ist ein Gesetzloser. Also eher schwach. Der Straßenräuber ist schon eine Nummer gefährlicher. Sag ich doch. Halskette der Frostresistenz. 15 Punkte. Mhm. Ja, komm, gib her. Ja, war klar. Ach, deswegen sind sie hier. Offenbar haben sie jemanden Unschuldiges gekillt. Eine Bretone. Totennachricht. Was lege ich ab? Den Bogen. Brauchen wir nicht. Mal gucken, was das für eine Totennachricht ist. Falls ihr das hier lest, bin ich vermutlich tot. Eine Gruppe Banditen hat mein Haus geplündert, mir fast alles, was ich besitze, genommen. Das Schlimmste ist, dass sie mir einen Anhänger, der seit vielen Generationen ein Familien-App-Stück ist, geraubt haben. Die meisten meiner Familie sind gestorben. Der Anhänger war meine letzte Verbindung zu ihnen. Ich werde die Schurken verfolgen und meinen Anhänger zurückholen, auch wenn es meinen Tod bedeuten sollte. Den Anhänger haben wir jetzt. Ruhe und Frieden, junge Frau. Und wir verlassen die Winterklimazone langsam aber sicher und gehen über in die gemäßigte Klimazone. Oder anders gesagt in die Weißlaufer Klimazone. Denn Weißlauf liegt eher auf gemäßigtem Gebiet. Grenzt aber auch mit am Schneegebiet, wie man sieht. Also ist schon recht weitläufig. Der Loreushof. Hm. Ich kann mich da an was erinnern. Mhm. Das machen wir aber noch nicht. Das machen wir später. Hier gibt es nämlich in der Nähe eine interessante Quest. Sagen wir es mal so. Und lassen das dabei... belassen es dabei. Ja, liebe Freunde. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Parts... Ich sehe auch gerade, wir haben schon wieder leichten Überzug. Supi. Egal, macht nichts. Oh, was sehe ich denn hier? Eisenerz. Das nehmen wir noch mit und dann werde ich den Part schon mal beenden. Liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Und natürlich ganz wichtig, bleibt gesund. Ciao, ciao.